Herzlich willkommen hier zu Let's Play Condengation. Ja, hier ist euer LT Rustikal und heute stelle ich euch einen neuen Let's Player vor in YouTube. Das ist der Master01, der wird euch gleich ein bisschen was zu sich sagen. Erstmal, hi Master. Hallo Leute. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin der neue Let's Player. Ich bin der Gunnery Sergeant Master01, das ist mein YouTube-Kanal. Und ja, ich bin jetzt ganz neu in dieser Branche und ich hoffe, ich mache meine Sache gut. Und ja, ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit unserem ersten Let's Play an. Das ist Condengation. Und mal schauen, wie wir uns hier schlagen. Es ist ganz neu, also für uns halt ganz neu, weil wir haben das noch nicht wirklich gespielt. Und ein bisschen haben wir uns jetzt schon eingefunden, damit wir uns nicht zu blöd bei euch hier anstellen. Und ja, mal schauen, wie es wird. Oder Marcel, was sagst du? Also ich sag so viel, also wahrscheinlich werdet ihr gleich den Thomas auslachen, aber ist nicht so das Problem. Ihr könnt uns auch einfach, ich habe auch schon das Cover dafür vorbereitet, das da hinten, das ist der Ösi und ich bin die Kartoffel, das passt schon. Jetzt jo. Geht dann mal der Ösi, der Master, mal durch die Tür. Geh mal vor, mach mal. So, warum immer ich? Okay, passt, egal. Lauf. So, ganz langsam und leise. Da hängt schon mal einer an der Wand. Okay, der hat sogar gelebt. Toll. Look, asshole. I don't give Alter, a hinter dir, hinter dir. Break your ass off. Schieß ihn um. Ah, ich muss noch laufen. Geh weg. Bring ihn um. Alter, der hat mich erwischt. Scheiße. Noch einer. Das ist gut. Warte mal. Alter. Ich brauch, glaube ich, andere Waffen. Look your head, sucker. Wo die Armbrust richtig geil ist, aber ich brauch, glaube ich, echt andere Waffen. Lass mal hier verschwinden, ey. Der Raum ist nicht gut. Lass mal raus. Schauen wir mal die anderen Türen hier an. Schauen wir mal in die anderen Räume rein, ob was drin ist. Na, doch nicht. Da kann man die Treppe runter, da geht's zum Dings. Oh, wo geht's? Da ist echt eine Treppe schon. Leiter. Leiter, ja, manche. Ja. Ja. Schauen wir mal da rein, was da drin ist. Aber lernen mal die Türen zuzumachen hier. Das Spiel ist richtig cool. Das Spiel ist ein bisschen aufgebaut von Left 4 Dead. Das kennt wahrscheinlich eh jeder von euch. Und es hat ein bisschen was von DayZ. Also es ist richtig cool. War das nicht mit E aufnehmen oder mit was war das nochmal aufnehmen? Mit E, glaube ich. Ja, mit E was. Aber ich kann nicht. Hey, hier liegt eine Machete. Ah ja, wie ihr seht, haben wir schon ein paar Waffen gesammelt. Wir sind vorher schon in der Welt ein bisschen herumgerannt und haben ein paar Sachen angeschaut, wie irgendetwas funktioniert. Wie gesagt, dass wir uns nicht zu blöd bei euch anstellen. Und ja. Deswegen habe ich jetzt schon eine Armbrust, eine Shotgun und eine AR-15, also so ein Sturmgewehr. Das ist richtig cool, ja. Das Schöne ist, wir wissen nur noch nicht, was wir tun müssen. Das ist das Problem. Wir haben echt keine Ahnung, wie... ja, was wir hier machen sollen oder was hier das Ziel oder der Sinn des Spiels ist. Oder dieses, bei diesem Mod halt. Es gibt ja viele verschiedene Mods hier. Ja, lass uns mal hier gucken, wo wir hier hinkommen irgendwo. Warte mal, ich habe mal die Haustür aufgemacht. Ja, du sollst die Tür zumachen, nicht aufmachen. Lad die Viecher doch nicht ein. Sicher, ein Brunch zum Grillen. Ich leine dich gleich hier an. Nein. So, aber hier ist, glaube ich, nichts mehr drinnen. Brauchst du eine Machete? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich, was haben wir denn noch hier? Wollen wir mal draußen rumgucken, dass wir irgendwo... Hier ist... Ich kann die Waffe nicht aufnehmen, obwohl hier eine Waffe liegt. Hey, hier ist ein Kantenmeer, ein... Lol. Ja, geht nichts mehr aufnehmen. Kann man nicht aufnehmen? Nee, leider nicht. Okay. Also die Waffe konnte ich jetzt gerade auch nicht aufnehmen, warum auch immer. Ich kann diese Tür hier nicht aufmachen. Ich hab auch keine. Warte mal, kann man die zerschießen? Warte mal. Nee, geht nicht. Also wenn jetzt hier ein Zombie in der Nähe war, der weiß, dass wir hier sind. Ich glaube auch. Ja, die haben uns gehört. Ich gehe mal vorne raus. Ja, man hört sich schon. Wo willst du hin? Dann sag mal was an. Gibt's hier eine Map? Warte mal, kann ich... Oder einer, genau, drück mal B, da kannst du mit dem Handy schauen. Lol. Er tappt ihn to connect. Was hat er jetzt gemacht? Das habe ich dir, glaube ich, angeschrieben oder was, gell? Ja, du, wie mein Handy vibriert. Wie geil, schau. Scheiße, was macht man? Scheiße. Was müssen wir überhaupt machen? Hunted. Naja, egal. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur die Zombies, oder wer mehr Zombies killt, also irgendwie ist das, glaube ich, hier in dieser Mission hier.
Ja, der überlebt einen. Lol, der überlebt einen Pfeil von mir. Wie bitter. Finden wir vielleicht noch andere Häuser, wo wir rein können? Schauen wir mal. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie viele Häuser man hier rein kann. Kann man hier rein vielleicht? Schauen wir mal. Na. Ist abgeschlossen. Nee, abgeschlossen. Schweine, können ruhig die Tür auflassen, ne? Machen wir es mal interessanter. Ich schieße jetzt mal ein bisschen herum, vielleicht kommen wir mal ein paar. Alter! Guck mal, die können da rüberklettern, aber wieso wir nicht? Oh oh. Jetzt kommen sie von überall, richtig cool. Lass mal hier lang laufen. Vielleicht kommen wir irgendwie hier rechts rum. Thomas. Ja, komm schon. Wieso können die da rüberklettern und wir nicht? Wir sind zu invalid dafür anscheinend. Alter, ohne Scheiß. Alter, wie behindert. So. Gehen wir mal woanders hin, schauen wir mal. Ah, da ist nichts. Ich will auf die andere Seite da kommen irgendwie. Ja, komm mit, gehen wir mal darüber. Renn nicht so viel. Aber irgendwie waren da schon verdammt wenig Zombies, für das, dass wir so viel rumgeschossen haben. Und Headshots. Gleich noch einmal und... LOL, nicht Headshot, scheiße. Bisschen um, bisschen um. Müsste irgendwo noch mein Pfeil liegen, oder? Weiß ich nicht. Naja, doch nicht. Egal, ah doch, da liegt einer. Ja, passt. Hinter uns ist noch einer. Ey, schau, die droppen sogar Munition. Wie cool. Ehrlich? Ja. Ich geh mal hier hinter gucken. Bist du zum Zombie oder was? Ja, Mann. Ah, du hast verloren. Ja. Master 1 wins. Was ein Scheiß, ey. Ich... Oh, heftig. Warte mal, dann gehen wir nachher jetzt mal raus und schauen wir, welche anderen Mods es noch gibt. Weil ich glaube, wenn wir... Genau, es ist wieder die gleiche. Es ist wieder das gleiche, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt müssen gucken. Ich glaube, bei denen ist das einfach wirklich gucken, gar nicht zum Zombie zu werden und ja, zu überleben einfach nur das Ziel hier. Ja, genau. Hier ist nur... Nee, hier geht's um die Punktzahl, wer mehr Punkte schafft. Weil ich habe jetzt Points 152 und du 66 und ich glaube, da geht's wahrscheinlich, weiß nicht, bis 250 oder 300, keine Ahnung. Okay. Da hat derjenige gewonnen, anscheinend. Ja, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir in einen anderen Mod rein oder willst du hier weitermachen? Ich würde nur sagen, wir machen noch einmal weiter und dann. Okay. Gucken wir mal, was hier passiert. Also, jetzt kann ich nämlich die ganzen Waffen wieder suchen. Jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. Jetzt habe ich nur einen Baseballschläger und eine Colt 1911. Ah, Double Headshot. Ich bin jetzt hier in irgendeinen Keller gekommen. Alter, jetzt geht's ab, Junge. Ich renn da mit dem Baseballschläger und der schlagt der Wichser. Bam. Bam. Alter! Der hat zwei Schläge ausgeholt von meinem Baseballschläger, wie bitter. Jetzt habe ich auf Versehen auf Schießen gedrückt, das ist natürlich scheiße im Haus. Okay, da komme ich nicht weiter.
Ich bin in einem Haus drinnen, ne? Also. Ja, ich bin mitten auf der Straße und kämpfe gerade gegen alle Zombies. Viel Spaß. Bis jetzt funktioniert es noch, aber wenn mir jetzt dann die Munition ausgeht, wird es ein bisschen bitter. Ich hab. Alter, da kommen immer mehr. Ja, ich komm gleich zu dir. Ich muss erstmal Munition sammeln. Ach, nur mit zwei Kugeln. Scheiße. Ja, komm, toll. Komm, ja, komm zum Haus, renn zum Haus. Hier, in der Sackgasse. Siehst du mich? Fünf Leichen hier liegen, die hab ich gerade so gehabt. Hörst du mich? Ja, wo bist du? Achso. Warte. Egal, ich muss sowieso mal eine Waffe suchen. Ich geh mal in irgendein Haus hier rein. Mach die Tür zu. Alter. Lol, Munition habe ich gefunden. Hey, ein Messer. Cool. I'm a step my foot in your ass. Geh, schmeiß mal das Ding weg. Jawohl. Jetzt hab ich ein kleines Messer. Geil. Cool. Ich versuche jetzt hier die Häuser zu durchsuchen, ob ich hier in irgendein Haus noch reinkomme, außer in das eine, wo ich jetzt drinne war. Alter, hier liegt Munition, aber keine einzige Waffe. Was ist denn hier los? Gute Frage. Auch nichts drinnen. Alter, ich habe den richtigen Verfolger. Ich glaube, immer hinter mir ist irgendwas. Hey, eine Nagelpistole gefunden. Damit kann man halt Türen und sowas, wenn man Holz hat. Ja, brauchst du Bretter dafür. Ah, da wird dir genau angezeigt, du kannst alles verbarrikadieren, wie cool ist das? Aber ja, wo findet man die Bretter? Weiß ich nicht. Alter, mach mal die Haustür zu, bevor da irgendwer reinkommt. Auch schon gucken hier. Jawohl, hier liegt ein Sturmgewehr. Eine Schrotflinte, Entschuldige. Hier ist nichts. Ja, ich habe eine Granate gefunden. Oh, eine AK. Geil. Ich habe eine Pistole, die braucht keiner. AK-74. Geil. Also eine Nagelpistole hätte ich jetzt hier auch im Angebot. Alter, wie schalte ich das Licht an? Mit 11, oder? Ja, ja. Oh, ich kann das Licht nicht beinschalten. Und doch, jetzt geht's. Vielleicht kaputt gemacht? Alter, ich hab Magazine gefunden, das ist der Burner. Nicht nur du. Kann man da irgendwie mal nachschauen, was man alles an Munition schon mit hat? Das muss ja irgendwie nachschauen gehen, oder? Ups, hier schreibt man. Okay, hier kannst du anscheinend irgendwelche Sachen ansagen. Ja, okay, schon klar. Ich bin jetzt in ein Kinderzimmer. Kannst du weiterschalten? Also ich glaube, wenn ich jetzt hier das Haus durch habe, dann sollten wir es mal... Wie geil, du kannst die Munition sogar rausnehmen von der Waffe, wie geil! Okay. Wenn du kannst die Munition mit U kannst du die Munition von der Waffe rausnehmen, falls du die Waffe wegschmeißen möchtest. Wie geil! Okay. Cool. Wir müssen jetzt aber trotzdem mal gucken, dass wir uns jetzt langsam finden. Ja. Oh, hier ist wieder Munition. Ja. Wieder Munition. Hast du mich schießen gehört? Ja. Aber ich bin gerade in ein Haus oben im ersten Stock. Geh mal raus, warte. Jetzt bin ich draußen. Wo bist du? Diesmal nochmal. Warte. Hört sich ein bisschen weiter weg an. Was siehst du in deiner Nähe? Was ist denn bei dir in der Nähe? Bei mir ist eine Sackgasse, aber ich versuche jetzt gerade mal irgendwo hier durchzukommen. Ich bin gerade bei so einem Polizeiauto und da ist ein kaputter Schulbus.
Also da ist diese Straße noch immer, wo ich vorher alle abgemetzelt habe. Okay. Also hier ist schon mal falsch. Ah, guck mal, da. Oh, hier sind wieder ein paar Zombies. Und ich gleich mal meine neue AK-74U. Yeah. Ich höre dich. Ich komme jetzt zu dir gleich, glaube ich. Alter, ist sie geil. Ich gehe jetzt mal gleich in ein Haus rein hier. Alter, stirbt doch. Ja, Mann, ich bin in der Nähe von dir im Haus reingegangen. Ja. Wie geil. Bleib mal in der Nähe da, ja? Also, geh mal nicht so weit weg. Ich bin jetzt auch in ein Haus reingegangen. Hier ist der Sniper. Echt? Cool. Ja. Hier ist wieder Munition. Und wieder eine Nagelpistole. Eine Nagelpistole findest du wie Sand am Meer. Ja, Nagelpistolen habe ich schon eine und da liegt wieder eine. So, hier ist Munition, eine Pistole. Alter, wieso kann ich nie das Licht einschalten, wenn ich mit der AK rumrenne? Mit dem Messer geht's natürlich auch nicht, das ist klar. Mit der Shotgun geht's. Ich habe so viel Munition, dass ich keine mehr aufnehmen kann. Ja, ich würd gerne wissen, wo man das nachschauen könnte. Dass wie viel Munition man mit hat und so weiter. Das siehst du doch oben. Wo? Ja, oben ja, in der Leiste. Ja, oben steht, bei der Waffe, aber ich meine, ja. Da müsste ja irgendwie so ein Inventar so geben, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon, ja, aber. So, ich komme jetzt raus zu dem Polizeiauto. Hey, hier sind wieder ein paar Zombies. Ich bin jetzt beim Polizeiauto, wo bist du? Bei irgendeinem anderen Polizeiauto. Hä? Ich hab da gesagt, hau nicht ab. Warte, ich komm mal zurück. Jetzt bin ich beim Schulbus. Ja, warte, ich komme. Ich sehe den Schulbus. Da bist du. Siehst du die ganzen Leichen, die was geglaubt haben, sie können sich mit mir anlegen. Oh. Alter, das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Ich hab genug Munition für alles, ey. Was, in dem Haus warst du schon? Ja, da war ich gerade drinnen. Oh, hallo. Nochmal, hallo. Ups. Ja, schon klar. 3 Schuss, Alter. Oh, hast du eine Granate geschmissen? Ja. Wenn, machen wir mal richtig Krach, oder? Ja, ja. Alter, wir treffen nichts. Bist du da? Alter, wie viel kommen jetzt hier? Muss nachladen. Da ist ja keine Munition mehr. Ah, mit der Axt, wie geil. Alter. Und. So, okay. Jetzt habe ich 287 Punkte und das 99. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es geht. Keine Ahnung. Kann sein bis 300 oder mehr. Keine Ahnung. Wo bist du? Ich bin auf die andere Seite gegangen, auf die andere Seite vom Zaun. Jetzt bin ich direkt bei den ganzen Zombies hier. Wie kommt man denn da hin? Hinter diesem Haus rundherum kannst du hinten herumgehen. Boah, ich hab gar keine Munition mehr. Retrain connected server. Was ist jetzt passiert? Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal einen Let's Play Cut.
Jo, das war's mit Contingation erstmal. Tschüss.